Jasper. Hallo, ich bin Eva. Hallo, ich bin Jasper. Wir sind Kinderreporter. Heute interviewen wir den Bürgermeister Mark Fenton. Unser Thema ist, wie wir Papier sparen können. Was ist die Digitalisierung? Das ist eine gute Frage, die ist nämlich gar nicht so einfach zu beantworten. Denn dahinter steckt sehr viel Technik, die ist etwas schwierig zu erklären, aber ich versuche es mal einfach. Wir haben hier zum Beispiel einen Stapel Papier, da sage ich gleich auch noch was zu. Und Digitalisierung heißt, diesen Stapel in Daten umzuwandeln, das sind Einsen und Nullen. Und diese Einsen und Nullen sind im Prinzip eine Übersetzung von dem Inhalt dieses Stapels Papier, den man später irgendwo abspeichert, zum Beispiel in so einem iPad hier oder im PC. Und dann kann man diese Daten immer wieder aufrufen und sich am Bildschirm angucken, ohne dass man diesen Stapel Papier noch braucht. Was machen Sie mit dem ganzen Papier? Ja, also wir arbeiten im Prinzip alle noch mit Papier, aber viel weniger, als das noch früher der Fall gewesen ist. Wo wir komplett ohne Papier arbeiten, das ist im Stadtrat. Also wenn du dir zum Beispiel mal so eine Unterlage hier anguckst, sowas hat früher jedes Ratsmitglied und jedes Ausschussmitglied zu jeder Sitzung bekommen. Nicht alle so dick wie dieser Stapel hier, aber manche sogar noch dicker. Das kommt immer so ein bisschen darauf an, um welchen Ausschuss es geht. Und all das haben wir jetzt eingespart, denn danach, was ist damit passiert? Die meisten haben das natürlich weggeschmissen, weil das gar nicht jeder aufbewahren kann zu Hause. Und von daher haben wir es schon geschafft, unseren Papierverbrauch in der Stadt Kochschenbruch, bei der Verwaltung und beim Rat deutlich zu reduzieren. Klimaschutz konkret für unsere Zukunft.